Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ihr habt mir letzte Folge, beziehungsweise die letzten beiden Folgen, weil ich ja immer Oh. so zwei Folgen am Stück aufnehme, Oh, richtig tolle Jenny. Vorschläge für Namen in die Kommentare geschrieben und ziemlich viele Kevins, was ich jetzt irgendwie, ich will nicht sagen verstörend fand, aber ihr seid schon ziemlich geil auf diesen Namen. Aber das Kind wird nicht Kevin heißen. Das sage ich jetzt schon mal. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, es wird nicht Kevin heißen. Und ja, das Essen jetzt langsam mal zu schmecken, ehrlich. Sonst kocht besser. Ihr habt mir auch gesagt, die können hier nichts essen, weil sie einen Tisch brauchen und das nicht als Tisch gilt. Und sie können nicht fernsehen, weil sie keine Couch haben. Mensch, was sind das verwöhnte Leute hier? Verwöhnt. Jetzt kriegen sie erstmal eine kleine Couch, damit sie fernsehen können und dabei sitzen. Den Luxus, den müssen wir uns gönnen. Komm, den machen wir schwarz und das packen wir einfach so. Klatsch. Haben sie da so, ja, sexy, ne? Wunderschön. Es war der perfekte Ort. Aber das kann ich denen auch gar nicht hintun, weil sonst sehen ja, hier sehen sie ja nichts. Nee, es muss hier hin. Oder ich muss ihn dann. Ich muss ihn doch hier. Komm. Dann stellen wir das halt alles ein bisschen um. Dann gibt es noch einen Fernsehtisch, Schmucktisch, Vitrine. Gibt es nicht irgendwie einen Fernsehtisch? Einen Tisch de la Fernseher? Wie man so schön in Spanischen sagt. Nein, das sagt man nicht in Spanischen, Leute. Hört euch das ja nicht an, was ich jetzt hier sage und für Spanisch verkaufe. Das war absolut falsch. Absolut. Also absolut falsch war das. Oh, nein, ich finde nur einen Fernseher. Perfekt. Jetzt können Sie hier in Ruhe ein bisschen Fernsehen gucken. So. Wunderschön, wenn das Kind da ist. Dann haben sie auch genug Ruhe dafür. Ruhe, wenn das Kind da ist. Ha, ich bin so witzig. Kind, könnten wir, komm, wir könnten hier so richtig luxusmäßig dem Kind noch ein Teppich hin tun. Ihr habt auch gesagt, ah, du musst eine Wiege kaufen, sonst kommt das Baby nicht. Ja, ihr habt dabei einen halben Herzzusammenbruch bekommen. Ein Herzzusammenbruch. Auch wunderschön, Dani, dass du so tolle Wörter erfinden kannst. Nee, Fakt ist aber, das Baby, ich habe schon viele Sims Baby bekommen. Das Baby kommt auch, wenn es kein Bett da ist. Ich bekomme nämlich ein Bett. Das ist einfach Fakt. Ich bekomme das Bett, wenn kein Bett da ist. Dann könnte es im Krankenhaus immer noch kriegen. Und das ist komplett in Ordnung, wenn ich das Baby im Krankenhaus gebären lasse. So, ein bisschen schöner. Und ihr habt gesagt, oh, Dani, Esstisch. Habe ich gesagt, ja, habe ich mir angedacht. Steh auf. Geh aus dem Weg! Komm mal her. Geh mal hier hin. Ja, dir geht's nicht gut. Du bekommst ein Kind, das wissen wir alle. Dafür will ich jetzt gerade alles schön machen und die Kamera will mal wieder nicht, wie ich es möchte. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. So, ein Esszimmer, Tisch. Esstisch. 220 Euro. Wow. Ihr kostet mir Geld. Ihr kostet nur Geld. Nein. Nein. Ich möchte einen schwarzen und einen weißen Stuhl haben. Ich hätte den auch einfach umfärben können. Ach, egal. Und ich möchte den Tisch. Kann ich den irgendwie auch. Gibt es schwarz-weiße Tische? Die so ein bisschen beides sind? Kann man den hier, wenn man den schwarz macht, dann sieht das ein bisschen. Dann sieht das Glas ein bisschen weiß aus? Ja, das machen wir. Kein Objekt. So, hier. Der kommt. Nein, noch nicht alles. Ah! Ich finde das so doof, dass es das alles so aufnimmt. Jetzt haben wir hier so einen schwarz-weißen Tisch. Mit schwarz-weißen Stühlen. Merkt euch euren Platz gefälligst. Und zwar aufräumen. Das Essen ist. Ick. Es steht gut, aber es kommen Wolken drauf. Also von daher. Vielleicht auch nicht ganz so gut. Mensch, hier geht's doch eigentlich auch ganz gut, außer dass du dringend mal pinkeln müsstest. Na, dringend eigentlich gar nicht. Und mal duschen könntest. Du stinkst. Irgendwie auch noch nicht, aber. Sie könnte stinken. Und ihr habt gesagt, ich habe keine Türen. Das möchte ich ihr erstmal sagen. Also, einen Moment, das war das Falsche. Ich muss ganz kurz was machen und zwar. So, jetzt habe ich's. Wenn ich so mache, Leute, ich habe Türen. Ich habe nur hier keine Tür. Im Wohnzimmer brauche ich ja nicht unbedingt. Und hier beim Kinderzimmer. Ich sehe gerade, dass ich überall, wo das Kinderzimmer ist, jetzt so eine scheiß Tapete habe. Oh, kostet das Geld. Oh.
Oh, mein armer Geldbeutel. Au! Diese Schmerzen. Ist das schlimm? Ich will hier keine Kindertapete, aber au! Oh, hör auf, Geld zu kosten. Bitte, tu mir das nicht an. Hier auch. Und hier. Wollen wir dem Kind eine Tür ermöglichen? Ein bisschen abgeschieden halt. Komm, wir geben dem Kind... Ich erlaube es, dem Kind eine Tür zu besitzen. So. Ich hoffe, es ist zufrieden. Also jetzt muss es ein glückliches Kind werden. Es hat sogar eine eigene Tür bekommen. Sowas gibt nicht jeder sein Kind. Du machst mal ein bisschen schneller. Du bist jetzt, glaube ich, den ersten Tag wirklich schwanger. Sie können 3 Tage schwanger sein. Also müssen 3 Tage schwanger sein. Und, oh ja, man sieht es jetzt deutlicher. Einen Moment. So, man sieht es deutlich. Also du hast einen gewaltigen Arsch bekommen. Oh, Feuerwehr durchbrechen. Bei einer routinemäßigen Hintergrundüberprüfung. Schüss Aaron unerwartet. Hatten wir es nicht schon? Ich glaube, das hatten wir schon. Auf einer Fireball. Er hätte nicht gedacht, dass die von ihm benötigte Information geschützt werden. Er kann die Fireball entweder durchbrechen, um detaillierte nachzuforschen, oder einen vorgesetzten Agenten zur Hilfe rufen. Fall übergeben. Vorgesetzte Agenten können nicht immer zur Rettung eilen. Du musst langsam mal die Initiative zeigen, sagt der Boss von Aaron. Das wird sich bestimmt negativ... Letztes Mal war es auch negativ, weil er nicht Hilfe geholt hat. Ist das einfach so eine Negativ-Negativ-Situation oder was? Dass man einfach nicht gut machen kann? So kommt es mir vor. Und du bestellst dir jetzt mal ein Buch über Kochen. Ich möchte, dass du kochen lernst. Oh nee, du schaust einfach eine Kochshow. Das muss reichen. Schaust dir jetzt eine Kochshow an. Und zwar im Kochkanal. Wer hätte das gedacht? Du musst einfach besser werden. Tut mir leid. Ich bin best, ich hab den ersten Preis verdient. Was auch immer. Boah, du hast echt einen Arsch bekommen. Ein Arsch wie eine Kuh. Oh, Kochsendung. Kannst du allein gucken. Ja, die findet es natürlich toll. Ich kann jetzt auch eine Wiege kaufen für das Baby, dass wir das dann zu Hause bekommen. Es ist eine Hausgeburt. Ui, toll. Wiege. Blau, grün. Machen wir es mal so ein bisschen so. Ne, gelb ist scheiße. So ein bisschen grün. Komm, grün ist schön. Grün mag jeder. Grün. Das können wir jetzt auch grün machen. Dann machen wir das ganze Zimmer so ein bisschen grün. Komm, das ist schön. Das ist schön. Ein bisschen grün gehalten und dinotastisch. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön und wie eine Tüte Bonbons. Lass uns auf die Reise gehen. Ja, irgendwie so war das. Das gibt's auch in grün, ne? Oh, hätte ich das schon mal in grün genommen. Okay, es hat nichts mehr gekostet, weil es nur eine andere Farbe ist. Sehr schön. Dann haben wir das Ganze so ein bisschen neutral eingerichtet. Ich habe euch ja auch gefragt, was das Baby für einen Charakter haben sollte. Es waren schon ein paar richtig coole Vorschläge dabei. Das ist so ein... Also es wird ja nicht das einzige Baby bleiben. Ich denke mal, sie wird auch mehrere Affären haben und so. Und wieder so ein richtiger Srotzbengelkind, das dann nach außen so lieb tut, so ein bisschen strebermäßig, aber das ist wahrscheinlich schwer umzusetzen. Oder halt so ein ganz langweiliges Kind, was aber auch ein bisschen nervig ist, wenn es so ganz langweilig ist, ne? Das ist langweilig. Aber naja, wir werden schon früh genug erfahren, was es für ein Kind wird, wenn sie es erstmal zur Welt gebracht hat. Warum ist hier schon wieder Dino? Warum ist hier schon wieder... Dieser Dino regt mich langsam auf, wisst ihr das? Und jedes Mal kostet es mich Geld, immer mehr Geld. Nur weil alles so scheiß Dino-mäßig ist. Boah. Kotzt du gerade? Oh Gott, die kotzt gerade. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Bitte nochmal. Und kannst du mal die Toilette sauber machen, wenn du so schon voll kotzt? Ist doch ekelhaft. Ja, ich weiß, dass du schwanger bist, trotzdem. Boah, schau dir dieses Klo an. Wie ekelhaft ist das denn bitte? Schrubb, schrubb, mein Baby, schrubb. Schrubb die Toilette für mich. Oh ja, weiterkommen, mehr Action, mehr Schwämme, benutzt den Schwammdollar. Oh ja, und Zoe geht auf die linke Ecke und auf die rechte und sie schrubbt hin und her und es stinkt und die Fliegen schwirren um sie herum und es ist einfach weniger. Da, da, ba, 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 ba. Schon besser. Oh Gott, jetzt bist du aber fett geworden. Beim Kotzen, ne? Leute, durch Kotzen nimmt man zu. Also vergesst Bulimie. Es wirkt einfach nicht. Und dein Arsch. Guck mal deinen Arsch an. Damit kannst du Waldbrände aussitzen. Also sie ist wirklich deutlich in die Breite gegangen. Seht ihr das?
Das ist das Anblick einer Schwangeren. Das ist ihr Gesäß und sie watschelt ein bisschen. Das ist ihr Watschelgang. Okay, ich glaube, wir haben sie genug gemobbt. Jetzt will sie nicht mehr. Oh. Joey, du warst ja nicht gemein. Willst du schwimmen gehen oder was? Runde schwimmen. So wie du aussiehst. Dass du dich da überhaupt noch traust. Im Bikini. Nein, okay, ich mobb sie nicht. Ich mobb sie nicht. Ach, hätte ich doch jetzt nur noch mein Baby. Dann hätte ich meine Figur wieder. Joggen gehen. Sie möchte Sport treiben oder wie? Dieser Pool ist so klein, haben wir irgendwann Geld, dann vergrößern wir ihn einfach um einen Block. So, ah, ich schwimme. Oh, und umkehren. Das ist einfach so, man kann sich einfach abstoßen. Man kann nicht richtig schwimmen. Man kann gar nichts. Möchtest du jemanden anschreien oder so? Hier sozial geht es eigentlich ganz gut. Weil sie kann irgendwann davon. Also der könnte ein Feind sein. Ah, der hat ein böses Gesicht. Vielleicht ist das ja ein guter. Befördert zum Agentenvorgesetzter. Aaron wurde befördert und ist jetzt Agentenvorgesetzter. Er verdient hier 2 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 21 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 384 Euro. Arbeitsplatz. Kampf gegen das Böse. Interaktion. Beruhigender Handschlag. Sein nächster Schicht beginnt um 8 Uhr. Das ist schön. Das freut mich. Was brauchst du für deine nächste Beförderung? Du bist selbstsicher. Was möchtest du machen? Selbstsicher wegen Arbeit, jemanden einen verrückten Plan vorschlagen, jemanden brüderlich umarmen, jemanden küssen. Ach, wie süß. Und du möchtest dringend vorher noch auf Toilette. Wie ein Champion pieseln! Oh yeah! Was brauchst du für deine nächste Beförderung? Level 2 der Charisma-Fähigkeit, 3 Freunde. Oh Gott, wie soll man mit Zoe als Frau jemals Freunde kriegen? Okay, wir schaffen das. Du schaffst es dir, 3 Freunde zu angeln, und zwar am Wochenende. Jetzt ist ja Mittwoch, dann hast du noch Donnerstag, Freitag Schicht und dann gehen wir Freitag richtig schön Freunde angeln, okay? Und jetzt pinkeln wie ein Champion. So pinkeln Champions, Leute. Seht ihr, dass dieser Strahl wieder zielgesichert nach unten geht? Hey, warum beobachtet mich hier jemand? Nein, okay. Das ist wirklich. Das war wunderschön. Das war schön. Geh jetzt noch duschen. Mit Zoe plaudern, das kannst du später noch. Und danach gehst du schlafen. Nein, du wirst jetzt nicht mit ihr schlafen. Sie ist hochschwanger. Warte mal. Ich dachte so, hä, ist sie nicht mehr schwanger? Aber guck mal von vorne. So, wenn sie jetzt nicht gerade so richtig blöd geht, dann sieht sie voll dünn aus. Man sieht hier noch alles. Und wenn man jetzt so macht, dann sieht man den Bauch. Ui, 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 ui. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte ui, ui, ui weiter. Ui, ui, ui. Oh Gott, ich kann sie gar nicht richtig erfassen. Lass mich zu ihr. Lass mich zu ihr. Ich bin die werdende Tante oder so. Aha. Erste Promi-Fotos waren gesichtet. Zoe ist anscheinend hochschwanger oder sie ist fett geworden. Okay, du darfst weitergehen. Du musst ja heute noch arbeiten, ne? Ja. Und du könntest auch befördert werden. Wuhu! Lass mich raten, er duscht auch wie ein Champion. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Obwohl ich nicht weiß, wie Champions duschen. Wahrscheinlich wie er. In einer Stunde muss Zoe bei der Arbeit sein. Zoe, brauchst du noch irgendwas? Du könntest noch mal auf Toilette gehen, wenn er endlich mit Duschen fertig ist. Hunger ein bisschen. Wie wär's, wenn du eine schnelle Mahlzeit isst, und zwar ein paar Cerealien? Obwohl Joghurt wäre wahrscheinlich besser für eine Hochschwangere. Oh Gott, wollte das nicht wegtricken? Nicht das Essen? Haha, jetzt ist sie. Das ist der falsche Platz! Das ist nicht dein Platz! Das ist der falsche. Okay. Wir lassen sie jetzt da mal sitzen. Sie ist schwanger. Sie darf das ausnahmsweise, Leute. Weil ich so ein netter Mensch bin. Darf sie da sitzen und sie muss auch mal ganz schnell die Toilette verwenden. Weil sie auf Toilette muss. Schneller! Piesel, schneller! Das geht auch besser! Das geht schneller! Der Strahl muss stärker sein! Du bist eingeschlafen, das ist okay. Und du gehst jetzt. Ja, wasch dir die Hände. Ist okay, du kommst schon zu spät. Du gehst zur Arbeit. Hochschwanger. Das ist bei Sims 4 eine Neuerung. Man kann auch hochschwanger zur Arbeit gehen. Und wenn beide arbeiten, habe ich gehört, muss man gar nicht mehr jemanden anrufen. Da kommt automatisch, da wird das Kind automatisch in die Pflege gegeben. Das finde ich sehr praktisch. Aber die beiden haben ja, glaube ich, immer noch. Erstmal bei Bossen einschmeicheln, ist immer gut. Und die beiden haben ja. Verschiedene Zeiten, ne? Warte.
Ja, 8 bis 16 Uhr. Freunde hat er nur eins. Und sie ist schon wieder zu Hause. So, er hat 63 Euro mitgebracht. Yay. Und sie hat Hunger. Und ist müde. Und er hat auch Hunger. Kann erstmal aufstehen. Er ist der bessere Koch, weil er jetzt kochen wird. Und zwar. Grillkäse. Als Familiengröße. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Deine Frau auch. Und deine Frau ist hochschwanger und die kann nicht kochen. Soll ich dir etwa den Herd stellen? Danach kannst du ihr übrigens mal den Rücken massieren. Das arme Ding. Na du, kannst du schon dein Baby bekommen? Nein, du hast noch keine Wehen. Du siehst wunderschön aus. Du bist trotzdem wunderschön. Ich habe irgendwie die Lust, jetzt immer sie von der Seite zu zeigen, weil es wirklich so schwanger, so rund aussieht. Und ihr Arsch. Okay, ich hör auf, sie zu mobben. Sind ihre Brüste größer geworden? Okay, ich hör auf, ich hör auf. Ich hör auf. Das ist nicht nett, Dani. Das ist nicht nett, eine Hochschwangere zu mobben. Ich stell die Musik mal aus, weil ich habe irgendwie habe ich Angst, dass das in die Rechnung mit reingeht, dass wir so oft Musik hören. Fuck, nein! Aaron steht in Flammen! Nein, ich will das jetzt nicht als Thumbnail festhalten. Nein, das wäre ja fies in dieser Situation. Er steht in Flammen, nein! Aaron, lösch dich, lösch dich, lösch dich! Was hat er hier? Will jemand Luft machen? Ja, brennt. Nein, hör auf zu brennen, hör auf zu brennen! Fuck! Selbst löschen! Lösch deinen Mann! Dein Mann stirbt! Lösch ihn! Lösch deinen Mann! Oh Gott! Alles okay bei dir? Jetzt bist du der Schwarze in der Familie. Kann das sein? Also ist nicht rassistisch gemeint, aber. Alles ist verkohlt. Hatten wir nicht einen Rauchmelder? Da ist doch ein Rauchmelder! Also, wenn jetzt die Polizei kommt. Oh! Ah! Ah, es tut mir so weh! Habt ihr es gesehen? 550 Dollar! Mein Herz! Und, möchtest du vielleicht ein bisschen duschen? Du stinkst ein bisschen. Bitte hat ihr keinen Hunger mehr. Wir können es ihm verübeln. Boah, das sah so schmerzhaft. Ich dachte schon, der stirbt mir jetzt. Nein, dusch bitte. Dusch doch bitte. Warte, komm, du nimmst jetzt eine dampfende, nachdenkliche, erfrischende Dusche. Oh, das war so teuer. Oh. Warum lasse ich die überhaupt kochen? Habe ich für sowas nicht eine Versicherung? Ich brauche eine dringende Versicherung in Sims. Das Spiel ist voll unrealistisch. Warum gibt es hier keine Versicherungsvertreter? Wesen, fühlst du dich jetzt besser? Feuer gelöscht. Yay. Angesenkt. Oh Gott. Vielleicht solltest du noch mal duschen. Du stinkst immer noch ein bisschen. Dann schaltet irgendwie das Ding aus. Danke. Jetzt besser? Hä? Großer? Er hat immer noch Hunger. Wie wär's, wenn du was kochst? Und zwar Macaroni mit Käse? Ich glaube, er hat jetzt nicht die sonderlich große Lust, noch was für mich zu kochen, oder? Hier sind überall noch voll die Brandspuren. Wir haben einen Rauchmelder, zu meiner Verteidigung. Ich weiß auch nicht, warum der nicht angesprungen ist. Na, Schwangere, auch Hunger. Dein Mann macht gerade was. Also, eigentlich macht dein Mann gerade was. Na, okay, du traust ihn nicht mehr, ne? Nachdem was jetzt mal. Party! It's Party Time! Selbstsicher. Warum? Warum ist er jetzt selbstsicher? Schwanger. Ach so, weil sie weiter schwanger gestiegen ist. Ein Anstieg der Schwangerschaft. Komm, dann Gartensalat kannst du nicht so viel falsch machen, denke ich mal. Du darfst ruhig essen. Aber auch an deinem Platz. Irgendwie hat er was dagegen, an seinem Platz zu essen. Ja, hast du wundervoll gemacht. Autsch. Hier stinkt irgendwas. Geh mal duschen, ey. Ich bin gerade fast verbrannt. Halt die Klappe. Ärger Luft machen. Komm, sie macht das. Sie mag das. Der hat da keine Probleme mit.
Nee, jetzt brauchst du nicht mehr Ärgerluft machen. Jetzt ist alles gut. Bitten, Baby zu fühlen. Ich will nicht sagen, dass es leicht gruselig aussieht, aber ja, so war die Vereinigung von Yin und Yang vielleicht nicht gedacht. Ja, eigentlich müsstest du gar nicht kochen, es ist Essen vorhanden. Entschuldigen? Im Bett. Komm, ich entschuldige mich im Bett bei dir, Schatz. Wie hat er jetzt bitte die Fitnessfähigkeit erworben? Er steht da nur rum. Ist das so anstrengend zu stehen? Ich stehe den halben Tag. Was machst du denn jetzt? Energiegeladene Runden schwimmen. Ja, wenn du meinst, kannst du das gerne machen. Du musst bald zur Arbeit, vergiss das nicht. Vorher musst du auf Toilette und Spaß, Spaß. Spaß könntest du immer noch danach machen, nachdem du auf Toilette warst. Und du, meine Hübsche, du möchtest schlafen. War ein langer Tag für dich. Für euch alle, für beide, für euch drei. Ah, so siehst du also aus, wenn du pinkelst. Das ist ja richtig sexy. Aber ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge von Die Sims 4. Und ja, war eine knackige, angebrutzelte Folge. Angebrutzelt. Hey. Das ist nicht meine Schuld. Würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.